Gott, ich will einen Haul abdrehen. Es sind so viele Tüten. Ich wollte eigentlich das geteilt machen. Ich habe mir gedacht, so, ich mache ein Action-Haul und ein DM-Haul und ein Müller-Haul und wollte das extra so aufteilen, aber ich kriege das nicht hin. Ich war jetzt nämlich zweimal wieder beim Action oder dreimal sogar. Oft auf jeden Fall. Ich habe auch einen kleinen Gast. Ich habe den Winnie zu Besuch, Tanja, ihr Hund. Der liegt jetzt, glaube ich, im Vorzimmer. Er ist so brav. Ich bin so verliebt in Winnie. Bin gespannt, ob er reinkommt während dem Video. Ich glaube aber nicht, weil er ist wirklich unkompliziert. Das ist so ein braver Hund. Ja, weil nach dem Video werde ich dann mit ihm noch eine Runde rausgehen. Vielleicht gebe ich ihm dann schon vorher das Essen, weil ich glaube, er hat schon Hunger, der kleine Winnie-Pooh. Ja, so. Also, ich werde das jetzt einfach bunt mischen. Wie gesagt, ich war beim Müller, beim DM, beim Action, beim Nodino, beim Bath & Body Works noch einmal. Ich glaube, das war auch alles. Ich war auch heute schon wieder beim Action, weil ich nämlich von einer neuen YouTuberin, für mich ist sie neu, ich habe sie vorher noch nicht gekannt, Frühlingsrolina heißt sie. Ich liebe ihre Videos, die sind so... Ich suchte gerade jedes ihrer Videos. Ich glaube, ich habe schon fast alle durch, wenn es so weitergeht. Und in einem Action-Haul hat sie diese Sieb hier gezeigt. Die kann man nämlich so rausklappen. Und sie hatte sie in grün und dort gab es jetzt aber nur in blau und in grau. Das geht ganz schön kompliziert, oder? Ich bin einfach zu dumm. So. So schaut das aus. Ich habe jetzt gedacht, ich habe einen Fleck am Arm. So schaut das aus, das Sieb. Und man kann das halt wieder zusammenklappen. Und das kann man halt urgeil verstauen. Und wie sie das in einem Video zeigt, da war ich so hin und weg und habe heute gleich danach geschaut. Ich bin schon so gespannt, wie lange die halten. Weil irgendwann wird das ja porös werden. Aber ist mir egal. Wenn, dann kaufe ich es mir auf jeden Fall nach. Ich finde die jetzt schon genial. Ich habe nur so ein ganz großes Metallsieb. Und noch in ein anderes, glaube ich. Ja, und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Einen Schneebesen habe ich mir auch noch mitgenommen, weil, ja, ich finde, Schneebesen kann man nie genug haben. Da steht jetzt nicht Geschirrspüler geeignet. Egal, hat 99 Cent kostet, kommt trotzdem in Geschirrspüler. Ich glaube, der hat 99 Cent kostet. 99 Cent, also ist jetzt nicht so dramatisch. Am Wochenende hat jemand Geburtstag und ich habe da solche... Ich habe die auch bei der Frühlingsrolina gesehen. Da sind so verschiedene Geburtstagskarten drinnen. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe bei Müller dann eine Lindschokolade. Obwohl ich eigentlich auch nichts bekommen habe zum Geburtstag. Ich überlege es mir noch. Wenn, kaufe ich einfach nur Lindschokolade und gebe eine Karte dazu und fertig. Da habe ich noch mehrere gekauft. Die müssten irgendwo verteilt in dem anderen Sackerl drin sein. Ich habe dann nämlich zwei Tüten geschleppt, vorher, wie ich nach Hause gekommen bin, weil ich war Nägel machen und war dann ein bisschen shoppen. Ich habe irgendwie so einen Shopping-Wahn in letzter Zeit und habe mir beim Action aber diesmal die Wattepads mitgenommen. Gucken wir mal. Ich hau jetzt mal alles aufs Bett, weil mein Einkaufskorb ist da voll mit meinen Aufgebrauchtsachen noch immer. Ein Notizbuch habe ich mir von Action, schaut euch das an, also im Video schaut das ja mega geil aus. Das ist, hat zwar 2 Euro gekostet, aber ich wollte das unbedingt haben fürs Video drehen und reinschreiben. Also ich habe ja immer so einen Notizblock gehabt, so einen großen, aber der wird immer so schnell hässlich und ich finde, da schaut das ein bisschen besser aus. Deswegen, und guckt euch das mal an, da gab es noch ein schwarzes. Jetzt rebelliert gerade mein Magen. Ich habe aber eh gerade gegessen. Da gab es noch ein schwarzes, Silber und Gold und das ist so grün. Ich hoffe, man kann es überhaupt erkennen. Aber das ist grün. Wollte ich unbedingt haben. Ich wollte schon zweimal zurücklegen. Auch natürlich vom Action. Ich habe überall Winnie-Haare da auf meiner Leggings. Zahnbürsten habe ich von Müller mitgenommen, weil ich habe noch irgendwas anderes von Action gekauft. Seht ihr dann gleich. Und ich will das dann schon ins Badezimmer stellen, wenn ich euch das gezeigt habe. Ich bin ganz hebelig wegen diesem Video. Ich wollte schon letztes Mal unbedingt drehen. Habe ich da irgendwo ein Haar hängen? Ich hasse mein Pony heute. Jo, und da will ich heute die Zahnbürsten auswechseln. Deswegen habe ich gleich welche mitgenommen. Batterien habe ich mitgenommen bei Müller. Auch. Und das habe ich auch bei der Frühlingsrolina gesehen. Die hat so ein Chili and... Also so ein Gewürz mir... Mir? Wieso sage ich dauernd mir? Als würde sie persönlich mit mir reden. Die Frühlingsrolina hat in ihrem Video gezeigt,
ein Gewürz von Action. Und ich wollte das auch unbedingt haben. Ich finde die Gewürze gut, sie hat aber recht, wenn man da so viel aufbraucht, ich habe noch ein anderes zu Hause, geht das irgendwie dann nicht mehr raus. Aber ich mag die trotzdem. Bei Müller habe ich entdeckt, aber nicht in meiner Filiale, sondern in einer anderen, eine Coconut Cream Mask. Die wollte ich unbedingt probieren. Schauen wir mal wann, aber ich wollte sie unbedingt probieren. Auch von dem heutigen Einkauf, da sind ein paar Haushaltssachen dabei. Eigentlich wollte ich das vorher auf den Tisch legen. Ich habe nämlich gerade den Tisch abgeräumt und ein neues Tischtuch raufgeben und den vorher natürlich abgewischt und wollte das eigentlich draufknallen. Da sind so Herzen dran. Kann man das sehen? Ich habe noch ein anderes mit Rosen, das habe ich glaube ich vom Daddy. Und ich hoffe, dass es überhaupt passt, weil ich bin mir immer unsicher, ob die Tischläufer nicht zu lang sind. Schaue ich mir aber dann noch an. Wenn nicht, lasse ich ihn noch über und mache das dann einfach beim nächsten Mal. Beim DM habe ich ja den Tipp bekommen von einer Freundin, dass immer die Puro günstiger sind dort. Weil die kosten eigentlich 6 Euro, sie haben sie aber um 2,95 verkauft. Und ich habe mir noch 2 nachgekauft. Irgendwo müssten, glaube ich, noch welche rumfliegen. Und ich habe schon mal welche gekauft, ich habe echt Alzheimer. Ich habe echt ein Problem. Aber ich habe mir noch 2 mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, kann nicht schaden, weil bei mir, bei Müller, sind sie ehrlich gesagt mir zu teuer. Da sind noch einmal die 2 anderen Wattepads von Action. Das ganze Bett wird voll sein dann. Dann beim DM habe ich für mein WC-Ente, ich habe diesen Stempel, ich mag den lieber, viele mögen den ja nicht, aber ich mag den schon. Das heißt Some Tropical Summer. Das sind nur diese Nachfüllungen da auf der Seite, ob das abbildet. Ich mag die schon. Ich finde das halt cool, dass man dann damit das Klo putzen kann. Ich meine, ich habe es jetzt letztens vergessen reinzustempeln, weil ich habe das Klo geputzt und habe vergessen, das Ding reinzustempeln. Aber ich mag die. Ich bin gespannt, wie das riecht. Weil das Blaue, das ich jetzt habe, das finde ich nicht so besonders. Aber okay. Handmasken habe ich mir schon wieder nachgekauft. Und die ist echt teuer eigentlich. Die kostet 3,95 habe ich gesehen. Ist schon ein bisschen teuer. Das sind die beim Action günstiger. Aber egal. Ich mag die, weil die hat nicht so viel Handcreme da drinnen oder Pflege da drinnen, dass man die super ohne Probleme verwenden kann und ich liebe die. Die werden es sicher bald auflassen, aber ich finde die so gut. Ich hätte die noch mal ein paar Mal mitnehmen sollen, aber mir war 3,95 ein bisschen zu viel. Ich habe 2 so Unterlagen mitgenommen. Moment, ich zeige sie euch. Ich habe da echt technische Schwierigkeiten. Das sind so Unterlagen für Winnies Futterschüsseln. Wenn, er ist ja jetzt schon das 2. Mal bei uns. Und ich habe mir gedacht, dann kaufe ich diese Untersetzer, weil das ist auch so ein Anti-Rutsch-Teil und grau passt perfekt in die Küche. Sagen wir jetzt mal nichts dazu. Ich habe mir die Allzwecktücher wieder mitgenommen, weil in letzter Zeit putze ich ja öfter damit. Und ich will den Herd auch noch abwischen damit und mal probieren, ob es mit denen funktioniert. Das ist eine Limited Edition mit Granatapfel. Habe ich mal diesmal wieder von DM mitgenommen. Einmal nehme ich es mal von Müller mit, einmal von DM. Da ist mir das eigentlich vollkommen egal. Die waren von Müller. Jetzt haben sie ja minus 50% auf die Osterware und ich wollte diese Ferrero-Eier unbedingt probieren. Ich habe mir 2 welche mitgenommen. Der Stefan wird wieder mit mir schimpfen, weil ich kaufe in letzter Zeit schon wieder so viel Süßkram. Aber ich habe eine Ausrede, ich habe meine Probleme. ja, da habe ich noch so ein Notizbuch. Habe ich nochmal mitgenommen, aber das ist eher für die Arbeit, weil das ist schön klein, praktisch. Das ist für die Arbeit. Mir hat irgendjemand geschickt bei Instagram diesen Lippenpflegestift. Und weil ich unbedingt einen Lippenpflegestift brauchte, obwohl ich unterwegs war und ich jetzt zigtausende da daheim habe, habe ich mir den mitgenommen, weil der ja sowieso Melone war und eigentlich wollte ich ihn gleich aufmachen und benutzen, aber ich habe dann vergessen, also zeige ich den noch. Das war auch von Action. Sorry, ich muss mein Handy auf lautlos drehen. Das war auch von Action und in letzter Zeit bin ich so, ich sage ja, wohnungstechnisch der Urfreak in letzter Zeit. Das ist mit Orangenblüten und Limetten. Ich will nämlich noch einen zweiten Raumspray-Dingsbums im Badezimmer haben. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Aber ich überlege, ob ich den dunklen ins Badezimmer dann stelle und einen weißen kaufe fürs Wohnzimmer. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe da echt einen Schaden, was das betrifft. Beim Müller habe ich mir von Real Techniques ein Pinselset gekauft. Ja, die werden ja, ich kaufe mir die ja nur reduziert. Ja.
sagen wir jetzt einmal nichts. Ich werde das da, was da drinnen ist, für meine Stifte fürs Wohnzimmer verwenden. Es passt zwar farblich nicht ins Wohnzimmer, ich habe da so meinen eigenen Schaden. Aber ich glaube, ich habe irgendwo auch eine weiße. Aber ich weiß nicht, wo ich die damals hingegeben habe. Ich habe sie, glaube ich, noch. Vielleicht habe ich sie auch noch in der alten Wohnung. Ja, ich weiß, ich habe die alte Wohnung noch immer. Vielleicht habe ich es auch drüben, aber ich kann es nicht genau sagen. Aber ich habe mir ein Pinselset wieder gekauft von Real Techniques. Hat 15 Euro nur noch gekostet. Und wegen die 20%, die ich ja kriege, war ja günstiger, ne? So, das nehme ich mal auf. Ich habe mir eingebildet, einen Davidoff-Duft nachzukaufen. Also in der Filiale, was die mir geschickt haben, ist ja die Verpackung wirklich furchtbar grauslich. Seht ihr das? Aber egal. Ich habe aber gesehen, dass der Nodino den noch gehabt hätte, aber beim Müller war er günstiger. Da hatte der Davidoff Cool Water Damen Jasmin and Tangerine. Das war ein limitierter Duft. Ich habe den gestern mir nehmen dürfen. Und ich wollte ihn unbedingt noch einmal haben, weil ich finde den Duft so gut. Ich habe den zwar jetzt, was war das? Ich habe den zwar jetzt in der Arbeit stehen, im Spind, aber ich wollte die unbedingt noch einmal haben. Und weil sie eh günstiger waren, habe ich ihn mir gleich zweimal mitgenommen, ich Junkie. Ich habe echt ein Problem, glaube ich. Okay, da haben wir nur DM. Einmal habe ich mir das Fußpeeling gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das bereue, dass ich mir das gekauft habe. Ich wollte es aber unbedingt probieren. Ist das offen? Nein. Ich wollte das aber unbedingt ausprobieren. Das ist so ein Salzöl-Fußpeeling. Ich muss doch das andere Fußpeeling endlich benutzen. Ich bin in letzter Zeit so nicht faul, aber ich vergesse so viel zu benutzen, wenn ich in die Dusche gehen will. Und das macht mich echt aggressiv. Aber ich bin gespannt, wie das ist. Jetzt kommt eigentlich hauptsächlich nur noch DM. Ich habe mir bei einer kleinen DM-Filiale habe ich den Simba Blush noch entdeckt. Irgendwo in einem anderen Sackerl müssten die anderen Disney-Sachen sein, die ich gekauft habe. War nicht so viel, aber ein bisschen. Den habe ich mir einbildet. Nala habe ich leider nicht mehr bekommen, weil den hätte ich auch noch gern gehabt, aber ja. So, dann lassen die Pappenheimer mein. Puh, das stoppt. Mein Duschgel auf. Mein Nivea Acai Banane Duschgel. Und ich habe da schon mal 3 Backups. Und da auch noch 3 Backups drinnen. Die haben nämlich das beim DM um 2,50 Euro reduziert. Ich habe ja jetzt eigentlich 6 Stück. Aber ich war am Überlegen, ob ich mir das vielleicht noch einmal beim Müller kaufe. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich hasse das, wenn die Sticker so hässlich draufkleben. Das regt mich richtig auf. Vielleicht kriege ich die noch runter, aber das ist so ärgerlich. Wirklich, warum? Warum einfach? Ich verstehe es nicht. Warum müssen die immer meine Sachen rausnehmen aus dem Sortiment? Das macht mich echt debris. Ich sehe gerade, ich habe noch einmal, Gott sei Dank habe ich es heute nicht mitgenommen, ich wollte es nämlich noch einmal mitnehmen, zweimal das Geschirrspülmittel von Denk mit noch gekauft. Das habe ich ganz vergessen, aber ist eh klar. Dann noch diesen Airwick Raumspray. Jetzt habe ich hier genug, würde ich sagen. Bleib. Da ist noch ein Airwick. Was ist los mit mir? Da war, naja gut, da habe ich mich aber ganz schön verarschen lassen. Der war vorher um 4,75 und war dann reduziert um 4,25. Also das ist ja eine Frechheit. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Ich wollte den unbedingt haben, weil das war dieser limitierte Cookie Raumspray. Ich wollte den unbedingt haben. Ich bin mein, ich hatte den schon mal und der war gut geil. Auch reduziert um 85 Cent wenigstens. 10 Cent günstiger, aber besser als ein Stein am Kopf. Habe ich mir die Baumwolle-Mandel-Seife gekauft. Die Duschgel habe ich leider nicht mehr erwischt. Die hätte ich nämlich auch noch gern gehabt. Ein Duschgel habe ich aber erwischt und das war das Pflaume und Mandel. Das habe ich noch bekommen. Ich finde es schade, dass ich die anderen nicht mehr gekriegt habe. Boah, das riecht so geil. Aber eigentlich habe ich ja noch genug Duschgel, aber ich wollte das unbedingt haben. Ich dachte, ich habe mir die gar nicht gekauft. Okay. Die Happy Melody Tuchmaske habe ich mir doch gekauft. Ich glaube, ich habe sie mir nicht gekauft, aber ja, egal. Ich finde die Verpackung ja so mega süß mit diesen Waschbären, glaube ich. Das ist so herzig. Das ist einfach so süß, das war klar, dass ich es mitnehme. Aber nur einmal, da war ich sehr brav. Na super.
die neue Duchmaske, diese Fruity Peach, habe ich mir auch einmal braverweise nur mitgenommen. Das heißt, ich werde sie demnächst einmal testen und gucken, ob sie was ist oder nicht. Da bin ich echt gespannt. Ich probiere es mal wieder mit einer Haarmaske. Ich probiere es. Ich meine, ich habe mir gestern erst die Haare gewaschen. Heute werde ich sie natürlich nicht waschen. Aber ich gebe das gleich ins Badezimmer, weil ich habe von Alverde so eine einmal, zweimal, na, ich werde das schon öfter verwenden können, zwei, dreimal sicher, weil ich eh so dünnes Haar habe. Habe ich mir eine Haarmaske gekauft, weil ich es wieder probieren wollte. Ich gebe es halt noch immer nicht auf. Ihr wisst ja, normalerweise darf ich eigentlich keine Haarmasken. Darf. Sollte ich nicht, weil ich eh so feines Haar habe und dann meine Haare noch schneller fetten. Irgendwie habe ich dann Haarhänge und das zipft mich an. Ja. Ich probiere es aber trotzdem immer wieder. Dann habe ich mir von Belou zwei Duschschäume gekauft, weil die waren auch nur 1 Euro günstiger. Aber ich wollte den Kirschen noch einmal haben, weil ihr wisst, den mochte ich. Und ich finde schade, dass der rausgeht, weil ich fand den eigentlich ziemlich gut und das ärgert mich. Und den Popcorn wollte ich auch unbedingt probieren. Der riecht auch sehr geil. Aber ich bin gespannt, wie ich ihn dann finde, wenn ich ihn verwende. Das heißt, jetzt brauche ich eine Zeit lang keine Duschschäume. Dann haben wir hier noch eine, was ist das? Was ist das? Oh, eine Haarkur. Schön, dass ich nicht immer mehr weiß, was ich mal kaufe. Ich will das halt wirklich wieder probieren und die war um 1,05 € reduziert. Ich probiere es halt einfach noch einmal aus. Dann habe ich mir von den neuen Seifen von Balea die mit Wassermelone schon mal gekauft. Ich böses Ding, ich. Aber auf die bin ich echt gespannt. Und wir haben in letzter Zeit einen Seifenverschleiß, weil ich ja jedes Mal, wenn ich Gesichtspflege verwende, dann wasche ich mir oft die Hände und habe dann eben einen Verschleiß. Beim Lush gibt es jetzt aktuell eine Super Mario Kollektion. Und ich habe da zweimal das Luigi Duschgel gekauft, aber einmal habe ich eins für meinen Bruder mitgenommen und eins halt für mich. Ich finde die Farbe so geil davon. Mein Bruder wollte das nämlich unbedingt haben. Und ich habe mir gedacht, okay, dann, das hat nämlich, finde ich, am besten gerochen, finde ich jetzt persönlich. Die waren aber so lieb beim Lush und haben mir ein Duschgel abgefüllt. Das will ich auch unbedingt probieren. Das ist dieses Mario Duschgel. Jetzt seht ihr das natürlich nicht, wie das ausschaut, aber das werde ich mir dann in die Badewanne, in die Dusche stellen. Und ich habe mir dann noch einen Duschjelly nach langem mal wieder gekauft. Mit dem werde ich eh ewig auskommen. Ich habe mir den Bowser gekauft. Ich wollte den unbedingt haben. Der Peach hat mir vom Duft nämlich nicht gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir den Bowser. Der riecht auch echt gut. Das ist so ein ganz orangener, glitschiger Duschjelly. Ich weiß nicht, ob ihr die Sachen kennt, aber ich liebe die. Zimt und Sterneis. Mit dem du jeder Lava ausweichst. Okay. Wegen Super Mario eben. Ich habe nur Angst, dass ich das ins Bett lege. Ich glaube, ich stelle das einfach da zum Schminktisch, weil angeblich soll das dauernd so auslaufen. Ja, da war ich nämlich mit der Freundin von mir im Donauzentrum shoppen und ich war böse und war wieder beim Bath & Body Works und konnte mich nicht benehmen. Ich habe mir so, ich werde euch da ein Foto einblenden, ich hoffe, ich vergesse nicht, einen Seifenspenderhalter mit so goldenen Blumen und Glitzer gekauft. Ich wollte den schon letztens unbedingt haben, aber das Ding hat 30 Euro gekostet, aber ich habe es mir dann einfach gekauft. Scheiß drauf, ich habe es mir dann einfach gekauft. Das habe ich euch ganz vergessen zu zeigen im letzten Primer-Call. Jo. Das wollte ich nämlich euch unbedingt zeigen, habe es komplett vergessen, dass irgendwo rumklingen. Zu Bath & Body Works. Ich habe mir noch einmal diese blaue Seife, diese Crisp Morning Air gekauft, weil die riecht so geil. Ich glaube, ich muss mich da mehr durchtesten bei den Seifen, weil bei den Verpackungen haben mir nicht alle gefallen, sogar die beiden, die ich gekauft habe, letztens nicht so. Aber die blaue ist auch sehr geil. Habe ich gerade in Verwendung und steht in meinem wunderschönen Seifenspender. Dann habe ich noch gesehen die Pink Apple Punch und die fand ich auch so schön vom Designer. Die passt jetzt dann für den Sommer, also die hier werde ich dann noch aufheben. Ich hoffe, ich kriege die überhaupt in meine Lade rein, weil die ist bummvoll, die Lade. Aber die bin ich auch sehr gespannt. Ja, und dann habe ich mir nochmal meinen Into the Night Raumspray gekauft. Meiner ist zwar noch relativ voll, aber ich wollte ihn unbedingt noch einmal als Backup haben, weil es ja natürlich nicht reicht von meinem Into the Night. Habe ich mir ein Set gekauft. Ich weiß. Aber ich finde das so cool. Man kann da die Fächer... Ja, natürlich, jetzt geht's nicht. Man kann da die Fächer rausnehmen. Und ich werde mir die Box auf jeden Fall aufheben. Vielleicht tue ich da Proben oder so. Hallo, bist du raus? Vielleicht gebe ich da Proben oder so rein. Wie geil ist das?
Wie geil ist das? Ich habe mir die, also da drin ist die Bodylotion, die ich euch gerade gezeigt habe. Der Bodyspray ist drinnen. Eigentlich wollte ich es mir in klein kaufen, aber das kleine hätte genauso viel gekostet wie das große. Also habe ich mir gleich das große gekauft. Da tue ich nicht deppadumadum. So, also Bodylotion, Bodyspray und Duschgel ist drinnen in dem Set. Und ich habe gefragt den Verkäufer und angeblich bleiben die Produkte im Sortiment. Was ich hoffe. Was ich wirklich hoffe, weil ich liebe dieses Into the Night. Das ist bis jetzt mein Liebling davon. Wirklich mein Liebling davon. Bisschen Fashion ist auch dabei, ganz, ganz wenig, weil ich wollte eigentlich nichts mehr kaufen an Klamotten, weil ich eh so viel habe, aber ich habe das gesehen und habe mir dann doch gedacht, ja okay, ich habe mir eine dunkelblaue Hose, man sieht das gar nicht, dass sie dunkelblau sein soll, aber sie ist dunkelblau, so eine ganz lange Hose, ich habe die auch in schwarz, die hat so Glocken unten. Die habe ich auch in schwarz mir gekauft einmal, die habe ich vor kurzem erst wieder angehabt. Ich kann euch auch ein Tragebild einblenden, weil ich habe beides in Kombi tragen. Und diese Bluse habe ich mir gekauft. Alle beide Sachen von H&M. Genau, ich glaube H&M war das. Ja, H&M, warum gucke ich nicht da rein? Ja, ich finde beides sehr schön. Das passt jetzt perfekt dann für den Frühling, damit ich es rauskriege. So. Ich war wieder böse und habe mir Ampullen nachgekauft. Ich hoffe, ich kann euch das überhaupt zeigen, weil das sind schon so viele. Ich zeige euch die nach der Reihe, weil mir ist auch gerade eine runtergeflogen, aber sie hat sie überlebt, hoffe ich mal. Sehen durch nichts und ich habe auch nichts gehört, weil sie ist am Teppich gelandet. Ich habe mir wieder die Multivitamin gekauft. Da ist sie. Lass los, lass los. Ich lass los. Da, zweimal, also vier. Dann habe ich die Hydro, sehe ich da gerade, habe ich mir auch gekauft. Da habt ihr mal zwei, aber ich glaube, da kommen mehr. Dann gibt es ja die neu verpackte schon, diese Perfect Lift, die habe ich mir auch schon gekauft. Weil sie in Aktion waren, deswegen habe ich mir so viele gekauft, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin gestört. Weil ich befürchte, dass die bald wieder rausgehen, habe ich mir auch die Kokos noch einmal gekauft. Weil sie auch in Aktion waren, ja. Da ist noch eine. Und eine, die runtergeflogen ist, das war natürlich wieder diese Ölvitamin. Ja. Ich bin ja eigentlich brav am Bodylotion verbrauchen und sollte mir aber trotzdem keine nachkaufen, weil ihr habt mein Sammlungsvideo gesehen und ich habe genug noch eigentlich. Aber ich konnte an der nicht vorbeigehen. Wir haben jetzt aktuell doch wieder die Victoria's Secret Bodylotions und Bodysprays. Jetzt gerade aktuell glaube ich schon wieder nicht mehr, aber da gibt es eine Bodylotion, Pineapple Cove heißt die, oder Cove, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, die riecht so mega geil. Ich meine, sie ist jetzt leider zugeschweißt, ich werde sie auch zulassen, aber die riecht wie ein Cocktail. Ich habe nämlich einen Bodyspray gerochen, weil der kaputt war. Dann habe ich ihn versucht aufzudrehen, habe geguckt, was mit dem Pumpspender ist, habe sie wieder zudreht, es ging nicht mehr. Und durch das habe ich den riechen können und ich bin so gespannt, ob die Bodylotion genauso geil riecht. Das wäre mega. Dann habe ich nachgekauft das Tiefenreinigungsshampoo von Swiss Opal, weil wir das, also ich wasche mit denen ab und zu auch gerne die Haare, weil ich eben dann die Styling-Rückstände halt rauskriege. Also ich benutze jetzt in öfter Zeit, letzter, nochmal von vorne. Ich benutze in öfter, was? Mann, ich kann nicht reden. Ich benutze jetzt in letzter Zeit öfter, wow, ich habe es geschafft, so Styling-Produkte. Ich habe mir zum Beispiel auch eins gekauft. Volumen extra starker Halt. Es war in Aktion und ich wollte es unbedingt probieren. Es hätte noch eins für Locken geben, aber ich wollte unbedingt das für Volumen haben. Und ihr wisst ja, Elnett L'Oreal liebe ich, also den Haarspray. Und da habe ich Gott sei Dank eh noch so viele Backups. Meine heißgeliebte Induschlotion habe ich mir auch wieder nachgekauft. Wunder, dass ich die überhaupt euch zeigen habe können, weil normalerweise kriege ich da immer davor die eine leer und muss dann gleich in die Badewanne Dusche stellen. Heute habe ich irgendwie einen Hänger. Dann habe ich mir was gekauft. Ich habe da nur einen, um ihn euch zu zeigen, aber ich habe drei insgesamt gekauft. Ich muss dann noch schauen, ob ich irgendwie rausfinde, ob ich das im Geschirrspüler waschen darf. Wenn nicht, muss ich sie mit der Hand abwaschen. Es gibt von, wie heißt denn die Marke, Donkey, so einem Teller, sage ich jetzt einmal, der sieht so aus. Der hat diesen komischen Mann da drauf. Ich meine, so sieht man es noch besser. Ich kann ihn euch ja eher auspacken und zeigen. Da gibt es eigentlich mehrere. Aber bei uns bei Müller gab es leider nur den. Und ich habe mir den dreimal gekauft. Er war jetzt nicht relativ, er war jetzt nicht so schlimm teuer. 6,90 €. Fand ich okay. Für einen halt. Ich habe mir halt drei gekauft. Aber ich wollte den unbedingt haben.
letzter, ja, ich bin in letzter Zeit so Horsehide und furchtbar ist das mit mir. Aber okay. So, ich zeige ihn euch. Hier ist er. Aber ich glaube nicht, dass man den im Geschirrspüler waschen darf. Das schaut halt wie so ein, wie sagt man denn zu den Tellern? Wie diese Pappteller aus. Und da ist dieser Sportler drauf, der Wrestler. Barbecue Power. Ich finde das so genial. Ich wollte das unbedingt haben. Ich habe mich so in den Teller verliebt. Ja, deswegen habe ich sie mir dreimal gekauft. Und jetzt kann ich sie dann endlich, weil ich habe alle anderen beiden noch in der Küche liegen, jetzt kann ich sie dann endlich einmal waschen. Und dann hoffentlich können wir es bald verwenden. Er bewegt sich, aber kommt nicht. von Iburo habe ich mir nochmal so Raumdüfte gekauft. Ich benutze die kleinen für die Küche, weil die nicht so viel Platz wegnehmen. Wie gesagt, ich hab das in irgendeinem Video schon mal erwähnt. Ich habe in der Küche ein kleines stehen. Vorzimmer, Wohnzimmer und Badezimmer. Schlafzimmer ist der einzige Raum, wo kein steht. Und das ist jetzt dieses Winter-Apple. Das war von 10,99 auf 5,50 reduziert und deswegen musste ich es unbedingt haben. Ich warte nämlich immer, bis die reduziert bei uns bei Müller sind. Ich meine, 5,50 sind auch noch viel, aber ich kriege Gott sei Dank da auf den Preis dann 20% auf diese 5,50. Und deswegen, ja, habe ich es mir gekauft. Dann war ich böse, war in einer anderen Filiale und habe gesehen, dass die meine beiden Biotherm-Produkte noch haben. Das Liquid Glow Skin Best. Ja, schaut so aus. Kennt ihr noch, wenn ihr meine Videos kennt? Habe ich mir gekauft. Mir ist meines damals runtergefallen. Ich glaube, da war ich sogar noch mit dem Jan zusammen. Ich glaube schon. Ich habe das Waschbecken damals putzt und diese Ablage, die ich in der alten Wohnung hatte. Und da ist mir das mitten ins Waschbecken geklatscht. Und das depperte Öl war fast leer und ich hätte mich zu Tode ärgern können. Aber was will man machen? Dann hat es dort bei dem Müller eine Everplump Night noch gegeben. Und ihr wisst ja, wie sehr ich die liebe. Eine habe ich ja noch. Und jetzt habe ich eine zweite. Das heißt, meine alte kann ich endlich verwenden. Und die werde ich mir noch aufheben. Ich bin wirklich nicht mehr normal. Also das ist echt nicht mehr normal. Okay, ich habe mir von Corres Duschgele gekauft. Zweimal das White Tea und einmal das Kaschmir. Ich muss echt aufhören, Duschgele zu kaufen. Das ist echt gestört, dieses Mal. Jetzt wäre fast die Kamera ausgegangen, weil ich schon so lange film. ich habe euch ja erzählt, dass es die Nachfüllungen ja gibt von meinem Nature Box Shampoo und dass ich deswegen die Flasche immer aufhebe und dann einfach nur die Nachfüllung kaufe. Leider haben sie die Nachfüllung jetzt aus dem Sortiment genommen und wir bei uns in der Filiale hatten so einen kleinen Flohmarkt und da hat mir die Kollegin gesagt, bitte, du wolltest es unbedingt haben, jetzt ist es um 4 Euro reduziert. Ja, ich habe mir da 4 Stück gekauft. Ein fünftes habe ich sogar im Badezimmer noch. Das habe ich schon angefangen. Weil nach dem Aufgebraucht-Video habe ich das eine gleich vollgefüllt und ins Badezimmer gestellt. Ich muss heute unbedingt mit dem Stefan reden. Wir müssen bei Amazon bestellen. Ich brauche diese Dinger, was die Chiquitas Place in ihrem Video gezeigt hat, unbedingt fürs Badezimmer. Ich kriege die Krise. Ich kann nicht so viel benutzen. Ich würde mir viel, viel mehr leer kriegen, wenn ich mehr benutzen könnte im Badezimmer. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Kurze Trinkpause. Ich habe mir zweimal die Reinigungstücher von Cadea Vera gekauft. Jetzt habe ich gesehen, ist minus 20% mit der App oder so. Ich werde die anderen, die ich im Badezimmer habe, ich habe da eh noch ein bisschen Platz, werde ich da ein paar reinstapeln ins Schlafzimmer und werde mir vielleicht noch ein, zwei kaufen von denen und die anderen halt nur noch für den Schminktischstand verwenden. Aber die möchte ich, ich habe es im Aufgebraucht-Video euch schon erzählt, die liebe ich, die sind so gut. Das ganze Bett ist voll, Jesus Maria. Meine Mundspülung geht, glaube ich, wirklich aus dem Sortiment. Ich war jetzt in 2 oder 3 verschiedenen Biber noch. Und hab die nicht mehr gesehen. Es zieht mich so an. Da findest du ein Produkt, mit dem du zufrieden bist und dann nimmst du es einfach aus dem Sortiment. Das geht mir so am Keks. Könnt ihr nicht einfach das lassen, so wie ich es im Sortiment haben will. 3 habe ich jetzt noch. Eine benutze ich gerade aktuell noch. Also schauen wir mal, wie lange ich damit auskommen werde. Bei einem Monat wird auf jeden Fall leer. Also ich gehe ja eh schon sparsam damit um, aber einen Monat wird sicher noch leer.
Das heißt, für 3 Monate habe ich, aber die Vivi hat sie bei Nodino bestellt und dann muss ich halt ab jetzt bei Nodino bestellen. Habe ich, glaube ich, in dem letzten Aufgebraucht-Video erzählt. Ich habe auch ein bisschen Make-up-Produkte gekauft, also es sind eher so Pinsel. Ich habe mir den Dschungelbuch-Pinsel gekauft. Ich war eigentlich brav, außer dem Rouge, was ich euch vorher gezeigt habe vom Simba, war ich eigentlich brav. Ich habe mir keine Lidschattenpalette gekauft, keine Konturpalette, nichts. Also da war ich wirklich brav. Aber bei den Pinseln kann ich halt nicht anders. Das ist der Baloo-Pinsel. Baloo und Mowgli, Entschuldigung. Und das ist dieser kleine Elefant. Ich habe nur Angst, dass das so ein Plastikklumpert ist, so ein Griff. Weil ich musste ja vor kurzem in einem Video, habt ihr sicher schon gesehen, hoffe ich, musste ich einen aus... Also ich bin gespannt, wie lange die halten. Aber ja, ich benutze die ja immer. Ich habe zwar immer so viele limitierte Pinsel, aber ich benutze sie immer. Aus dieser Blooming Bright Limited Edition habe ich mir nur den Make-up Sponge gekauft. Diesen ombrefarbenen, weil ich das so schön finde. Da ist kein Platz in meinem Bett. Die Kajal schmeiße ich jetzt nicht ins Bett, sonst finde ich sie nie wieder. Von der Disney Kollektion habe ich mir auch die Kajal Stifte gekauft. Sollte ich jetzt endlich einmal verwenden, damit ich weiß, wie sie sind. Dann noch von der König der Löwen Kollektion habe ich mir den Lipgloss gekauft. Da war ich ein bisschen ein Opfer, wegen der Verpackung, glaube ich, weil die Verpackung so mega schön ist. So schön. Noch von der Kollektion auch natürlich die 2 Pinsel. Wie kann es anders sein? Und ich finde das oben von den Pinseln so, na, so mega schön. Können Sie das erkennen? Das ist so schön. Und jetzt bringen sie ja wieder eine Pinselkollektion raus und ich habe schon wieder alle Pinsel auf die Seite gekriegt. Ich kleines Opfer. Aber ich habe noch einen 40€ Müller-Gutschein, habe ich zum Geburtstag bekommen. Vielleicht löse ich den morgen einfach gleich ein. Müller-Blüten habe ich auch noch, also ja, damit eben ein Einkauf gesichert ist. Das heißt, ich hätte noch auf die Pinsel warten sollen, um euch den Haul zu zeigen, aber das war schon so viel und ich wollte das einfach, es ist schon alles da rumgestanden im Schlafzimmer, ich wollte das einfach wegräumen. Also, die 2 Pinsel noch, schmeiße ich gleich darauf. Dann habe ich mir diese Juicy Bombs hier alle möglichen gekauft. Ich habe auch vorher gerade den oben gehabt und der ist schon wieder weg. Den Papaya habe ich drauf gehabt. Einen habe ich sogar leer. Ich weiß nicht, ich finde die nicht besonders. Der Papaya schmeckt am geilsten bis jetzt. Der da. Aber ich habe mir auch den Bubblegum gekauft. Und den roten hat meine Arbeitskollegin geschenkt. Aber sie machen einfach gar nichts. Sie machen einfach gar nichts. Und sie nerven mich einfach nur. Und ich habe alle. Also das ist echt gestört, oder? Nur weil der Hype so groß war und ich wissen wollte, was mit dem Klumpert ist. Aber egal. Ich habe mir 2 Nagellacke gekauft. Böse. Aber ich wollte die unbedingt haben, weil ich fand die Farben so schön und ich glaube, ich werde die gleich draußen stehen lassen und einen von beiden lackieren. Vielleicht gucke ich mal meine Nagellacksammlung durch und werde wieder ein paar aussortieren. Die ich gar nicht mehr verwende oder so. Nee. Ich habe auch einen, mit dem bin ich gar nicht zufrieden. Dieser eine Miss Lee Nagellack mit dem Glitzer. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin wirklich böse. Ich habe dann noch 2 Duschgele gefunden gerade. Tete-Sept, wisst ihr, mag ich so, so gerne. Und ich habe da das Kakaobutter-Vanille-Macadamia mir einmal gekauft, weil das war reduziert. Ich glaube, um die Hälfte günstiger. Na, geh auf. Boah. Das riecht so mega. Das riecht so mega gut. Bin schon gespannt, wie das ist in der Dusche. Aber das werde ich jetzt halt nicht verwenden, weil das eher ein Winterduschgel ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe so viele Nivea, die ich ja benutzen muss. Dann habe ich duschgeltechnisch noch das Bio Limette und Ingwer vom Primavera. Das habe ich mir extra von einer anderen Filiale schicken lassen. Ich bin so ein Trottel, wirklich. Ich wollte das unbedingt haben, aber eigentlich ist es eh doof, weil die haben nur die Verpackung neu gemacht. Das wurde nur halt reduziert. Das riecht so gut. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich mit Primavera so anfreunde. Also die Körperpflege habe ich bis jetzt noch nie so speziell probiert. Ich habe ein paar Gesichtspflegeproben, die ich endlich mal benutzen sollte. Und die Raumsprays mag ich voll gerne und diese Duftöle, die liebe ich auch. Da habe ich 2 geschenkt bekommen und ich habe sie noch nicht verwendet. Ja. Von Lancôme. Das ist meine 2. Ich habe sie mir 2 mal gekauft. Ich habe sie aber jetzt nur 1 mal da, weil die andere verwende ich gerade und die ist fast leer.
Die lassen leider diese Bodybutter oder Bodybalm, ich finde, es ist eher so wie eine Butter, lassen sie leider auf. Das ist von Nutrix Royal von Lancôme, die Bodybutter. Ich finde die so gut. Die ist so gut. Gott sei Dank habe ich noch eine. Eigentlich wollte ich sie mir zweimal noch einmal nachkaufen, aber dann habe ich mir gedacht, verdammt, reiß dich zusammen. Und in der anderen war so reindetscht, deswegen habe ich mir die dann nicht genommen. Aber ich habe sie einmal noch. Und ich bin froh darüber, weil dann kann ich sie dann im Winter verwenden. Hoffe ich, weil ich ja eh so viel klumpert habe. Masken, war ich auch wieder böse. Einmal habe ich mir die Tuchmaske Avocetto gekauft. Ich finde die Verpackung so geil. Die Verpackung ist so süß. Die andere Katzenmaske gibt es leider gar nicht mehr, aber die ist so süß. Die ist echt zuckersüß. So. Ich war böse und habe mir noch 11 Stück von dieser Lemon Cupcake Maske gekauft. Ich bin gestört, ich weiß. Ich bin einfach gestört. Sagt einfach nichts. Es ist einfach gestört. Ich muss öfter Cremenmasken wieder machen. In letzter Zeit vergesse ich drauf. Was ja noch mehr gestört ist, dass ich mir dann so viele kaufe, oder? Also irgendwo stehe ich den Sinn auch nicht mehr da. Noch bei Müller habe ich mir die Dadosense Akutcreme jetzt doch nachgekauft. Ich habe sie auch schon verwenden müssen, weil durch dieses Balea Zuckerschnute Duschgel habe ich einen Ausschlag bekommen, weil das war halt so alt, das ist glaube ich 2018 abgelaufen. Darf man gar nicht laut sagen. Rechnet's mal nach. Und jetzt ist es Gott sei Dank wieder gut. An den Armen hatte ich es jetzt auch noch ein paar Tage lang. Ups. Aber mit der Akutcreme kriegt man das super weg. Und ich werde sie in Zukunft auch mir ins Badezimmer jetzt stellen, weil ich hatte sie halt da, um sie euch zu zeigen. Ich hatte sie nämlich die ganze Zeit im Wohnzimmer, weil ich sie verwendet habe. Und jetzt stelle ich sie mir ins Badezimmer, da wo eh kein Platz mehr ist. Nach dem Rasieren werde ich die verwenden. Weil dafür finde ich sie auch sehr gut. Beim Biber waren wir auch, beim Douglas waren wir auch schon wieder. Beim Biber waren wir da auch drinnen und da bin ich halbwegs hyperventiliert. Wegen zwei anderen Sachen, die ich euch gleich zeige. Aber sie haben Tuchmasken. Ich bin ein Junkie, was Tuchmasken betrifft. Von diesen Seven Heaven, da gibt es einmal die Coconut and Banana. Muss ich unbedingt haben, weil ihr wisst ja, Banane liebe ich. Und die Acai, Acai, keine Ahnung, und Pomegranate mit dem Einhorn drauf. Also Panda und Einhorn. Ich habe sie auch zweimal mitgenommen für ein Tauschpaket wieder. Da ist kein Platz. Ja. Warum ich hyperventiliert bin, kann ich das nicht da abstellen? Warum ich hyperventiliert bin, ist wegen den beiden Dingen hier, auch von der Disney-Kollektion. Bei uns bei Müller gab es die nicht. Es gibt ja eigentlich von Timon die Ananas-Maske, vom Pumba die Pfirsich-Creme, die ich Gott sei Dank erwischt habe, und von Simba das Kokos-Peeling. Und ich habe das bei der Chiquita im Video gesehen und ich habe es dann gegoogelt und habe das nie ganz so gefunden. Und jetzt habe ich Gott sei Dank wenigstens die beiden. Die Maske hat der Stefan verzweifelt für Ostern für mich versucht zu bekommen, aber die hat er irgendwie gar nicht mehr gekriegt. Aber ich glaube, ich kriege das Nala Blush, wenn ich mich nicht irre. Yay! Die war, glaube ich, auch vom Biber. Ich wollte die unbedingt probieren. Ich fand die so interessant, weil das halt auch eine 5-Minuten-Maske ist. Das ist von Garnier die Tuchmaske Pro Retinol. So sieht die aus. Die ist sehr interessant, muss ich sagen. Also die fand ich wirklich sehr interessant. Dann waren wir noch beim Douglas schon wieder. Und ich habe ein paar Proben bekommen, die zeige ich euch dann. Ich meine, nicht nur von Douglas, ich habe es auch von Müller gekriegt, wo ich einkaufen war, wo ich die Biotherm-Sachen gekauft habe und, und. Also ich habe so viele Proben, was ich euch noch zeigen kann. Und ich habe mir zwei Stila-Produkte schon wieder nachgekauft. Winnie! Winnie! Ja. Nein, nicht die weiß. Ja. Was ist Winnie? Winnie-Lein. Ich drehe gerade ein Video, Winnie. Oh, oh. Gleich, wir gehen gleich raus, okay? Magst du mit beim Haul? Oh, so zuckersüß. Ja, Schnuffel, ja. Noch ein paar Sachen und dann gehen wir raus, okay? Okay? Schaut so aus, als wäre es genehmigt. Oder? Vorher ja so süß gebellt, er hat die im Stiegenhaus putzen gehört. Au! Der Grobi! Und hat... wie nie! Ja. Und hat gebellt und ich fand das so süß, weil er auch knurrt hat und geschimpft hat. Nein! Er begutachtet die Pflanzen hinten.
Was machst du da? Ja, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Dann gehen wir hier raus, okay? Bleibt da noch ein bisschen sitzen hinter mir, ja. Also, Stila-Produkte. Hund. Hund, das geht jetzt nicht. Hund, chill deine Base. Stila-Produkte habe ich zwei Sachen mir gekauft. Aua, er beißt mir den Arm. Einmal ein Puder, das heißt Brightening Flash. Hörst du jetzt auf? Wie ich aus lieb sein. Mach's jetzt gleich, okay? Mach dabei Sitzi, ich mach das Video fertig und dann gehen wir raus. Okay? Ist das okay? Musst du ein bisschen warten. Ich habe mir einen Puder gekauft von Stila. Jetzt hat er die Schnauze da. Ja, so ist brav. Bleib da mit dem Kopf hin. Da mit dem Kopf hin. Ja. Gleich. In Medium. Sieht so aus. Ich war mir erst nicht sicher, weil es ja doch 30 Euro fast gekostet hat. Aber ich wollte das unbedingt haben. Selbst nicht nur wegen der Verpackung, sondern ich wollte es auch so einfach haben. So, dann habe ich mir einen Augenbrauenstift gekauft. Ich hoffe, da kann überhaupt was. Der schaut so aus. Bin gespannt, wie die Sachen sind. Weil bis jetzt habe ich nicht viel Negatives und auch nicht viel Positives über Stila gehört. Nur über diese Creme-Lidschatten. Dass die so mega schnell eintrocknen. Aber sonst habe ich bis jetzt noch nichts gehört. So, jetzt habe ich die Kamera verstellt. Toll. Was du machen? Achso. Okay. Ja. Und beim Müller in einer anderen Filiale, ich war ziemlich böse und wollte überall woanders einkaufen, aber wir haben die Marke auch leider bei uns nicht, gab es von Yves Saint Laurent ein Mascara-Set. Und ich hatte noch ein paar Blüten auf meinem Handy von meiner App und habe da die Blüten eingelöst. Es war auch jetzt nicht so teuer, es hat 38,95 kostet. Ich weiß, für viele ist das wahrscheinlich viel. Ich finde es jetzt okay. Es gibt andere Mascaras, die noch teurer sind. Da sind drei Sachen noch zusätzlich drin und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe es doch, weil ja drei zusätzliche Sachen drin waren. Es war ein Kajal noch von Yves Saint Laurent drinnen. Dann eben die Yves Saint Laurent Mascara selbst. Und da seht ihr jetzt mal, wie geil die Verpackung ausschaut von dem Ding. Urschön. Urschön. So. Und ein kleiner Lippenstift, den ich euch noch zeigen will. Schaut so aus. Ich bin mir aber einig, ich habe die Farbe schon. Ich muss halt nachschauen, ob ich die Farbe nochmal habe. Wenn ja, dann verschenke ich den einfach. Das geht stiften. Ist nicht so schlimm. So. Dann war ich auch beim Nodino. Und mein Abschminkbalsam, habe ich euch im Aufgebraucht-Video erzählt, gibt es ja nicht mehr vom Biotherm. Und ich suche jetzt die ganze krampfhaft einen Ersatz. Habe ich euch auch schon in 1000 Aufgebraucht-Videos erzählt? Tja. Ich habe euch in zigtausend Videos erzählt, dass ich einen Ersatz suche. Und ich habe mir jetzt von Estee Lauder den Balsam besorgt, weil er dort beim Nodino, ich streiche gerade währenddessen den Hund, beim Nodino war er einfach günstiger. Er hat dort 38,95 kostet, glaube ich, oder 38 Euro, sagen wir 39 Euro. Und beim Müller würde der 50 Euro kosten, also 51 Euro. Und das ist mir viel zu viel. Ich meine, okay, 38 Euro ist auch viel, ich weiß, aber ich wollte es unbedingt probieren. Ich meine, das Einzige, was... Oh, da sitzt immer mein Chaos da auf meinem Schminktisch, ne? Geil. Super. Die Verpackung ist ziemlich unpraktisch, aber ich bin gespannt, wie der ist. Schauen wir mal, ob es dann meinen Biotherm ersetzt. Ich habe mich nämlich zu Tode geärgert. Die hatten eigentlich noch zwei Stück von dem Biotherm Abschminkbalsam. Und ich sage noch so zu Brigitte, eigentlich ist er günstig, aber ich kaufe mir lieber nicht, weil ich muss ja eh einen Ersatz suchen, bla 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 bla. Jetzt gehe ich letztens hin, wollte sie mir eigentlich kaufen, jetzt haben sie nicht mehr. Und jetzt habe ich mir halt krampfhaft doch den kaufen müssen. Selber schuld, wenn man es nicht kauft, wenn man es dort sieht. Als nächstes. Ich bin halbwegs überventiliert, wie ich das gesehen habe. Der Nodino bei uns im Donauzentrum hat jetzt auch... Jeffree Star Produkte. Oh, jetzt hat man es nicht gesehen. Jeffree Star Produkte. Ich habe mir das Peeling gekauft. Dieses Banana-Fetisch-Peeling. Und ihr wisst ja, Banane. Und ich habe ja so gejammert, dass ich diese Kollektion unbedingt haben wollte und habe sie ja nirgendwo gesehen. Und deswegen habe ich mir jetzt dort beim Nodino zwei Sachen gekauft. Ich habe eigentlich von Collister das Peeling in der Hand gehabt, zweimal. Habe es aber dann weggeben. Und habe mir stattdessen das hier genommen, weil ich mir gedacht habe, das finde ich besser als
nicht besser, aber ich habe das Cholesterin eh noch dreimal daheim. Bleib da, Winnie. Winnie Pooh. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann ja, kaufe ich mir die nächstens vielleicht irgendwann einmal und wollte unbedingt die Sache haben. Und ich habe mir auch die Palette mitgenommen. Ich will damit ja ein Video machen, aber ich tue mir so schwer mit dem Schminken während dem Filmen. Ich beobachte nur, was er macht. Ich tue mir wirklich schwer beim Schminken und gleichzeitig Filmen jetzt in der neuen Wohnung. In der alten war das kein Problem, in der neuen tue ich mir irgendwie schwer. Aber vielleicht kommt trotzdem noch ein Video davon, weil ich finde die Palette mega schön. Ich zeig's euch einmal. So, ah, man kann die sogar umklappen. So sieht sie aus. Also sowas Schönes habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ich meine, okay, das Blau und das Pink ist ein bisschen random da drin. Aber die ist so schön. Und ich möchte so gern was mit der schminken. Wirklich. Ich wollte die ja unbedingt haben und ich habe mir die sofort genommen. Oh, jetzt ist sie so blass. Einmal bin ich rosa, einmal bin ich blass in der Kamera. Finde ich geil. Und ich wollte die damals unbedingt haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, sie gibt's dort. Du kaufst das die dort einfach. Egal. Jetzt noch ganz kurz mit die Proben, die ich da gekriegt habe. Weil ich habe da so viel gekriegt. Ich habe die alle in so einen Sackerl reingeben. So. Ich habe... Das ist jetzt alles gemischt. Da war von Müller was dabei, von Douglas was dabei. Also ich habe echt bunt gemischte Proben bekommen. Ein paar habe ich aber auch schon verschenkt, weil ich kann das ja eh niemals aufbrauchen. Ich habe von Cholesterin aber Ampullen bekommen und die möchte ich unbedingt probieren. Die werde ich mir jetzt ein, zwei vielleicht ins Badezimmer geben. Die schauen so aus. Bin echt gespannt, wie die sind. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich muss die ja irgendwie noch in meine Box da hinten kriegen, aber die ist schon so bummvoll mit meinen Proben, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Die habe ich zweimal. Das ist von Dior eine Reinigung. Die ist okay. Ich verwende die gerade, die eine. Sie ist okay. Haut mich aber jetzt nicht vom Hocker. Eine Duftprobe von Armani C habe ich gekriegt. Ich weiß aber jetzt nicht, woher. Nodino, glaube ich. Und von Prada... Infusion the Rose, kenne ich gar nicht, aber ich kenne Prada Düfte generell nicht. Iris Absolue, ich glaube das war von Douglas, von dem La Vie Belle, was ich erst vor kurzem aufgebracht habe. Ist da alles weg? Ja. Dann von Nodino habe ich so eine Hand Lotion und Hand Seife bekommen. Ist okay. Dann noch eine Duftprobe von Guerlain. Die müsste ich noch irgendwo eine zweite haben. Muss ich mal schauen, weil dann benutze ich die gleichzeitig natürlich. Dann eine Augencreme von Clarins. Die habe ich von Biotherm gekriegt. Oh Gott, die habe ich von Douglas bekommen. Dann habe ich hier von Hermes. Den haben wir sogar im Donauzentrum probiert. Oh, ich hasse das. Den haben wir sogar im Donauzentrum probiert, die Probe. Also den Duft selber, der schaut so aus. Riecht sehr zitronig, müsste ich mal probieren. Die Verpackung ist schön. Hermes, wisst ihr, durch eine Probe habe ich ja meinen Zwilli gefunden. Eine Körperpflege, also so ein Antizellulite-Ding habe ich noch gekriegt. Zweimal so ein After-Sun-Balsam. Und dann habe ich ein paar Augencremen bekommen. Ich habe sogar eine schon im Badezimmer. Jetzt habe ich das so die Batterien geschlichtet, dass ich den Rest nicht reinkriege. So, zweimal habe ich die... Oh Gott. Zweimal habe ich die... Shiseido. Mein Magen rebelliert. Ich glaube, ich habe zu viel von der Lasagne gegessen. Und noch einmal von Shiseido, aber von dieser Vaso-Linie habe ich die fünfmal. Winnie? Und eine habe ich schon im Badezimmer, wie gesagt. So, jetzt muss ich mich beeilen, weil ich glaube, der Hund macht mir dann Stress. Er kommt gerade mit so einem anknatschten Katzenvieh. Mhm. Und schwanzelt so, dass alles umhaut. Winnie! ja. Ich mache jetzt ganz schnell damit. Sorry. So, noch ganz kurz habe ich noch von Action ein paar Sachen. Und dann vom DM auch noch. Und dann geht's ab raus mit dem Winnie Pooh. Also ich fütter ihn und dann gehe ich mit ihm raus.
So, ich habe das andere leider vergessen. Ich habe mir so einen kleinen... Ich glaube, ich hole das schnell. Moment, ich hole das schnell. Ich habe noch eine Spardose vom Teddy mitgenommen. Schaut euch mal an, wie süß das ist. Ich fand das so herzig. Der Stefan hat schon ein bisschen was reingeschmissen, weil der Stefan ist so ein Kandidat, der lässt überall sein Kleingeld rumliegen und das macht mich irre. Und deswegen habe ich dieses niedliche kleine Teil gekauft. Unten kann man das dann auch wieder aufmachen, das war mir ganz wichtig. Der hat auch, glaube ich, nur so 4-5 Euro kostet oder so, dieser kleine Einhornwal. Ja, ich fand den so süß, der musste einfach mit. War beim Teddy war das. Das habe ich, glaube ich, auch vom Daddy. Das hat auch so 4-5 Euro vielleicht kostet. 3-5 Euro, irgend sowas. Da kann man hier oben die Zahnpasta reingeben. Und hier habe ich 2 Öffnungen. Das habe ich vorher gemeint. Deswegen habe ich mir die neuen Zahnbürsten gekauft. Für die Zahnbürsten. Und ich finde, das passt so perfekt in das Badezimmer von uns rein. Ich meine, ich habe beim Waschbecken ziemlich viel Klumpert stehen, wenn ich ehrlich sein soll. Das werde ich aber noch wegräumen, weil ich habe jetzt 2 Seifenspender dort. Eben die Schaumseife und... Winnie, wo gehst du hin? Die Schaumseife und die andere Seife. Aber ich will das vielleicht auch noch hinstellen, weil es so farblich zum Badezimmer passt. So stelle ich das jetzt hin. So. Schnelldurchlauf. Ich habe mir noch 2 Schwämme gekauft. Oh, er trinkt. Um 1 Euro beim Teddy war das auch, glaube ich. Die sind auch so schön. Da hätte es ja grün geben mit schwarz, orange mit schwarz. Und ich habe mir die blauen natürlich genommen, weil das Badezimmer blau ist. Da werde ich gleich den von Action ausmisten. Ich glaube, da war von Action dieser weiß-blaue. Weil der schaut schon echt eklig aus und ich habe den noch nicht einmal lang. Beim DM habe ich mir gekauft und ich überlege, ob ich die sammeln soll von Aden. Den Green Tea Sakura Blossom. Da gab es auch die Body Lotion. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt habe. Und den Duft gab es auch. Und ich habe mir beim DM jetzt den Duft gekauft, weil da hatte ich noch einen 15-Euro-Gutschein oder so. In Action habe ich mir eine Rainbow Hydrogel Under Eye Mask gekauft. Ups, das war zu weit. Und eine Sherry Maske. Ich muss, glaube ich, davon noch ein neues Foto machen, weil da gibt es ja viele verschiedene. So, dann haben wir für meinen Fersensporn habe ich die mir gekauft, aber ich habe es noch gar nicht verwendet. Egal. Noch eine Fußmaske habe ich mir auch gekauft. Die fand ich nämlich mega interessant mit Orange. Gucken wir mal, ob ich die gut finde. Ich gebe ihr schon Gummi, Winnie. Dann habe ich gerade gesehen, ich Volltrottel, ich habe mir die Essenzpinsel beim DM gekauft, ich Idiot. Wie deppert kann man sein? Warum kaufe ich mir die beim DM? Das ist echt dämlich, oder? Weil ich habe sie beim Müller auch gesehen. Jetzt vor kurzem und sehe gerade, dass ich sie mir beim DM schon mitgenommen habe. Aber wieso? Das ist ja dämlich. Ich meine, ich werde die, glaube ich, verschenken. Vielleicht der Celine oder so zu Weihnachten schon. Oder ich benutze sie einfach, weil Pinsel habe ich eh immer viele. Und dann kaufe ich mir vielleicht nicht alle beim Müller. Vielleicht mache ich mir von denen ein Foto und kaufe mir nur die anderen, die mir fehlen. Ja, das ist ja echt dämlich jetzt. Warum habe ich die beim DM mitgenommen? Vielleicht hatte ich Panik, dass ich wieder keine mehr kriege, weil das ist ja letzter bei den LEs dauerhafter Fall. Oh, ich habe mir das noch einmal gekauft, dieses Cookie-Ding. Dann gab es von Ebelin einen Rückenkratzer. Da habe ich 2 gekauft, weil der Stefan hat einen demoliert, weil er sich auf einen draufgesetzt hat. Und wir haben in der alten Wohnung eigentlich so viele von denen gehabt und ich finde keinen einzigen. Ich habe nur noch einen schwarzen, der liegt da beim Bett, damit ich mich eben kratzen kann in der Nacht. Und den grünen werde ich mir jetzt ins Wohnzimmer legen. Weil ich habe mich schon gewundert, wo meiner ist. Ich habe mir gedacht, dass ich ihn wieder kaputt gemacht, aber nein. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich mir die Pinsel gekauft habe. Weil die haben die bei dem Balea-Aufsteller dazugegeben. Ich dachte, das sind die Balea-Pinsel. Dabei war das die Essenzpinsel, aber egal. Ich habe mir einen Turban gekauft. Das ist so ein schnell trocknendes, haarschonendes Turbanteil. Ich fand die Farbe so schön mit dieser braunen Schleife vorne drauf. Ich fand das sowas von süß, ich musste das unbedingt haben. Dann einen Handspiegel, einen Handtaschenspiegel habe ich mir auch gekauft. Der hat so Blümchen drauf. Ich will nämlich in jeder Tasche dann ein Spiegel. Ich habe ja viele verschiedene Taschen und ich will die aber öfter wechseln. Taschentücher, Handspiegel drinnen haben, Desinfektionsgel und so. Und das halt nicht so oft haben müssen, dass in jeder Tasche ich das immer wechseln muss. Und mir hat der gefallen, deswegen habe ich ihn einfach mitgenommen.
lange Rede, kurzer Sinn. Abschminkhandschuh-Set habe ich mir auch gekauft. Ich will das mal probieren, weil die kann man ja auch waschen. 60 Grad sogar. Probieren wir es mal. Probieren wir mal. Dann habe ich das unbedingt haben wollen. Das habe ich nämlich auf Instagram gesehen und wollte das unbedingt kaufen. Jetzt demoliere ich das extrem. Ich habe das nämlich auf Insta gesehen und habe mir davon ein Foto gemacht. Von Ebelin. Das ist so, der passt so perfekt auf meinen Schminktisch. Ich weiß, ich bin so gestört. Das ist so ein Ständer für ein Beauty-Blender-Halter. Ich meine, der Beauty-Blender da ist kacke. Aber das ist so eine Halterung und ich finde, die passt so perfekt zu meinem Schminktisch. Ich finde die so schön. Und die Verpackung von dem ist auch so schön. Ich habe heute extra nochmal geschaut, ob es den noch einmal gibt, aber gab es nicht nochmal leider. Aber fand ich mega. Kommt dann gleich am Schminktisch. Ich habe sowieso vor, meine Schminkpinsel zu waschen und dann den Schminktisch abzuräumen. Entschuldigung, weh. Jetzt hat der Arme wie eine Maske draufgekriegt. Und da habe ich vor, dass ich das dann alles ordne. Ich muss die ganzen Sackerl dann wegräumen. Jesus Christ. Ja. Dann habe ich mir noch so einen neuen Stein nochmal gekauft. Ich habe zwar einen von, mit Stitch, aber ich habe mir noch einen gekauft. Oh, unnötig, aber okay. Und einmal nur die neue Balea-Maske, die Tropical Dream, die mit Melone und Sternfrucht. Stimmt ja, oder? Mit Wassermelone und Sternfruchtextrakt. Ja, werde ich benutzen, gucken, ob ich sie überhaupt vertrage, weil letztens habe ich den Fehler gemacht bei den Winterkollektionen, dass ich mir gleich 3, 4 gekauft habe von ihr und habe sie im Endeffekt zu Ostern jetzt verschenkt. Also ist auch nicht gerade Sinn der Sache. Ich meine, okay, ich musste dann nichts mehr kaufen für Ostern, ich habe alles dann schon fertig gehabt, aber... Ist halt auch schade und deswegen habe ich mir nur eine diesmal mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob noch eine zweite Kollektion rauskommt. Kann ich euch nicht sagen. Also das Herz habe ich euch eh gezeigt. Machen wir das mal auf. Oh, das ist schön. Das ist echt schön. Ich mag das ja voll. Damit kann man mich voll... Das beruhigt einen richtig. ja. Bin ich echt happy drüber. So. Das war's, das war eh lang genug. Ich glaube, ich habe über eine Stunde gefühlt geredet. Jetzt bin ich dann gespannt, wo ich den ganzen Schmarrn hinräume, aber das werden wir dann schon sehen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr euch alles gekauft habt. Ich habe ja ziemlich übertrieben, finde ich. Aber mir macht das in letzter Zeit so Spaß, auch für die Wohnung Sachen kaufen. Macht mir so dermaßen viel Spaß. Deswegen, ja... Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, was ihr euch gekauft habt und ob ihr euch an die meisten Sachen noch erinnern könnt, nicht so wie ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!